Ihr seht mega gleich aus. Aha. Wir sehen uns als Einheit. Wir hatten aber dadurch keine Möglichkeit, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Also wir haben das auch tatsächlich immer als Vorteil gesehen, weil so war das ja so, dass wir quasi das alles zusammenlegen konnten. Wenn wir es nicht gleich gemacht haben, wurden wir darauf angesprochen. Das ist ja auch wieder so ein Zeichen dafür, dass man da in einer Co-Abhängigkeit ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Britt Hagedorn und wir haben jetzt eine schöne gemeinsame Zeit. Und ich will gerade mal ein Bild in Ihrem Kopf entstehen lassen. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe Sie doppelt. Das ist ein ganz ungewöhnlicher Gedanke für jeden, der nicht gerade als Zwilling geboren ist. Und genau davon haben wir nämlich alleine in Deutschland insgesamt 300.000 Eineige. Eineiige Zwillinge, da gleicht sozusagen ein Ei dem anderen. Ob das so cool ist für die, das weiß ich gar nicht, denn manchmal könnte ich mir vorstellen, ist es auch anstrengend, wenn man immer das Gefühl hat, man kann sich gar nicht so easy abgrenzen. Aber da gehen die Meinungen dieser Zwillinge teilweise sehr auseinander. Darüber sprechen wir heute, denn mein Thema heißt Zwillinge, uns gibt es nur im Doppelpack. Und meine ersten beiden Gästinnen, die, ja, weiß ich gar nicht, was die so gut finden. Ich glaube, die mögen das ganz gerne. Die sind wirklich, die teilen eigentlich alles. Die teilen Haus und Hof sozusagen. Sollen Sie aber am besten selber erzählen. Heißt Sie willkommen. Hier sind Susanna und Ilona. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich weiß, es nervt. Wer ist Susanna, wer ist Ilona? Susanna, Ilona. Also Susanna, Ilona. Ja, ihr seht mega gleich aus, ja, nicht zum ersten Mal. Ich muss mal ganz allgemein die Frage, also wie habt ihr es am liebsten? Also, dass man euch sehr bewusst auseinanderhält oder dass man euch eher wirklich ganz bewusst gefühlt als eine Person wahrnimmt? Also wir sehen uns als Einheit und wir glauben, es ist auch am einfachsten, wenn die Leute uns dann auch so wahrnehmen, also so wie als Team. Ja, wie sieht euer Alltag aus, wenn ihr mir den mal so beschreibt? Also wir sind immer zusammen, wir stehen zusammen auf, wir frühstücken zusammen, wir trainieren zusammen, wir gehen zusammen einkaufen, wir kochen zusammen. Also wir machen alles zusammen. Wir arbeiten zusammen, wir haben zusammen studiert, wir haben zusammen Fußball gespielt. Wirklich jetzt? Ja. Ihr seid auch auf eine fast abgefahrene Art und Weise synchronisiert, finde ich. Wir glauben, das kommt irgendwann. Also wenn man ja immer zusammen ist, dann wechselt, also dann übernimmt man ja auch irgendwann so die Mimiken, die Gestiken und dann kommt das, glauben wir, von alleine. Wir glauben, dafür muss man aber kein Zwillinge sein. Auch bei besten Freundinnen oder so, glauben wir, kann das. Also ich glaube, ja, ich glaube, es gibt eine Form der Anpassung und Angleichung und man weiß über Freundinnen, ja, dass die ihren Zyklus manchmal anfangen, wenn die viel zusammen... Beispielsweise. Das gesehen. Ups. Ist bei euch wahrscheinlich auch so, ne? Also ja, auch der Biorhythmus und Zyklus und alles ganz, ganz identisch, ja? Genau. Ich muss es jetzt mal ketzerisch fragen, nervt es nicht manchmal auch? Also uns tatsächlich nicht. Also wir würden es ja nicht machen, wenn uns das nerven würde. Wir können uns aber gut vorstellen, dass andere es nicht verstehen können, warum das nicht nervt. Wie war es denn? Wir fangen mal ganz vorne an, als ihr noch sehr klein wart. Ja? Also ich habe ja noch Verständnis, wenn Eltern zum Beispiel dann sagen, okay, es ist ja auch vielleicht anstrengend, immer für jedes Kind das nochmal eine unterschiedliche Klamotte rauszusuchen oder was. Insofern verstehe ich, dass Zwillingseltern sagen, ach komm, ich kaufe immer alles im Doppelpack. Mhm. Wie war es bei euch? Also bei uns war es tatsächlich auch so. Aber an der Stelle müssen wir sagen, also wir hatten nie ein klassisches Leben, dass wir jetzt so sagen, jeder von uns hatte ein eigenes Zimmer oder eigenen Kleiderschrank. Bei uns war das halt immer so alles doppelt. Und wir haben noch eine ältere Schwester, die ist auch nur ein Jahr älter. Und oftmals hat unsere Mama halt bei ihr so ihre Sachen gemacht und bei uns halt einfach die Zwillinge, einfach zusammen. Das finde ich echt spannend. Also die Mama hat im Grunde schon von Anfang euch auch so ein bisschen dahin konditioniert, muss man ja fairerweise sagen. An der Stelle müssen wir sagen, unsere Eltern haben versucht, uns zu trennen. Ja. Also die haben versucht, weil das so gesagt wurde, immer, man soll Zwillinge trennen. Also im Kindergarten, egal wo die hingekommen sind, immer trennt die Zwillinge. Und unsere Eltern haben es auch versucht. Warum wurde im Kindergarten oder auch auf Elternseite der Versuch genommen, unternommen, euch zu trennen? Warum? Was glaubt ihr? Tatsächlich ist das eine sehr interessante Frage, weil wir verstehen es heute nicht. Wir glauben, Kinder sollten sich entfalten und entwickeln und dann trennen, wenn die es alleine wollen. Und man sollte denen das nicht
Man sollte sie nicht zwingen, nur weil sie Zwillinge sind. Lass uns mal so eintauchen in die Zeit Kindergarten. Ich glaube, da gab es ja ein recht traumatisches Erlebnis für euch. Genau. Solltet ihr getrennt werden? Genau, im Kindergarten sollten wir getrennt werden. Und dadurch, dass wir halt immer zusammen waren, auch ein Zimmer zusammen haben, immer zusammen gespielt haben, war das für uns ganz schlimm, dass wir getrennt werden sollten. Und dann haben wir halt immer jeden Tag, also die haben erstmal haben wir uns zusammengelassen, dann haben wir uns versucht, in zwei Gruppen zu schieben, aber wir haben so viel geweint, dass unsere Mama uns immer abholen musste, bis die dann irgendwann gesagt haben, ja okay, die dürfen zusammen sein. Und dann wollten die uns in der Grundschule trennen, genau dasselbe, dann ging es uns auch nicht so gut. Ihr seid für ganz, ganz viele Leute hyper interessant. Ihr habt, glaube ich, einen TikTok-Account mit wie viel? 1,3 Millionen Follower und in Boah. Insta... It's an honor to have you here. Eine Ehre, dass ihr hierher gekommen seid. Ehrlich jetzt, das ist schon irre. Aber ich finde, auch ohne, dass ihr diesen Account hättet, finde ich es mega spannend, weil ihr das so brutal konsequent bis zum Ende auch durchzieht. Also wir kennen es ja nicht anders. Wir waren schon immer so und haben das dann irgendwann einfach nur gezeigt. Ja. Sag mal, auf diesem Social-Media-Kanal, was sieht man denn da so? Warum folgen die Leute euch da so gerne? Wir wollen halt immer eine Botschaft verbreiten. Also unsere Botschaft ist einfach, dass wir sagen wollen, die Menschen da draußen, bitte akzeptiert einfach Menschen so, wie sie sind, auch wenn sie anders sind, weil anders ist nicht schlecht. Anders ist nur eine Variante von gut. Ja, ja, cool, aber was heißt anders? Ihr seid ja gar nicht so, also ihr seid beide super hübsch. Also reicht ja, wenn ich einer ein Kompliment mache, damit ist die andere gleich auch drin, ist klar. So, aber ihr seid nur, anders ist, dass ihr im Doppelpack seid. Das genau. ist euer anders. Also wir leben kein klassisches Leben, so wie sich das jemand vorstellt. Und da haben wir schon sehr viele Kritikpunkte irgendwie immer wieder zu spüren bekommen. Was sind denn die konkreten Kritikpunkte bei euch? Ja, bei uns ist es eigentlich so, dass die Leute uns nicht akzeptieren, weil wir Zwillinge sind. Also weil wir dieses Zwillingsleben leben. Also für die ist das alles so komisch, so anstrengend und übertrieben. Ihr arbeitet auch zusammen? Ja, genau. Wir haben zusammen studiert und dann uns selbstständig gemacht. Ihr wohnt zusammen? Wir wohnen zusammen. Schlaft ihr auch in einem Zimmer zusammen? Genau. Auch? Wir haben ein Bett, wir haben ein Wohnzimmer, wir haben eine Küche. Gibt es, wie viele Minuten, Stunden pro Tag seid ihr getrennt voneinander? An der Stelle, wir sind gar nicht voneinander getrennt. Also solange wir keinen Vorteil darin sehen, getrennt zu sein, trennen wir uns. Also lediglich mal Toilette oder was, ja, wo man Toilette, sagt, okay, so, aber ansonsten eigentlich nichts. Nee. Für uns macht es ja keinen Sinn, wenn wir zusammen aufstehen, warum sollte einer allein in die Küche gehen und da frühstücken und dann die andere 10 Minuten später? Genau dasselbe. Aber gibt es nicht auch ab und zu mal Momente... Und da kann ja jeder für sich jetzt überlegen, was sind die Momente im Leben, die ein Mensch gerne mal hat, wo er mal nur für sich sein will? Wo er mal auch nur was für sich ganz alleine haben will vielleicht? Habt ihr sowas gar nicht? Also wir sind der Meinung, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt. Und deswegen sind wir wirklich so, wir sind wirklich gar nicht so, dass wir sagen, irgendwas muss jetzt nur ihr gehören oder irgendwas muss nur mir gehören. Ich weiß sogar von euch, das habt ihr uns erzählt, ihr wiegt ja sogar euer Essen ab, damit nicht der eine was anderes isst als der andere. Warum? Wenn darf der andere aber Hunger auf Zucker und der andere aber lieber ein Schinkenbrot haben will. Also bei uns ist es so, mit dem Essen wegen, das ist so ganz klassisch im Trend gekommen, als wir so mit Fitness angefangen haben. Das war damals so, dann hat jeder sein Essen gewogen, wir haben das auch gemacht. Und bei uns ist es einfach so, wir haben so viele Vorteile dadurch, dass wir unser Essen wiegen, dass wir es nicht abgestellt haben. Natürlich, ein Nebeneffekt ist, dass wir dasselbe essen, dass wir dann, also das ist nur ein Pluspunkt eigentlich. Aber kann doch nicht sein, also wenn du jetzt Hunger auf Schoko hast, dann du aber gerade nicht. Auch. Wir essen ja immer dasselbe, wir trinken ja immer dasselbe, das heißt, unser Hunger entwickelt sich auch irgendwie gleich. Also ihr meint, ihr füttert den Blutzuckerspiegel so synchron, dass der sich auch dementsprechend ja, zur gleichen Zeit meldet, das, ja? Also bei uns ist das so. Also aber wir müssen auch sagen, wir essen geregelt, also an Uhrzeiten und alles. Und deswegen, wir sind ja sehr fit. Okay, und keiner von euch hatte mal Lust auszubrechen? Nee, aber wir stellen uns auch immer die Frage, man muss sich das ja mal vorstellen. Man hat jemanden im Leben, der genauso ist wie man selbst. Und der findet dieselben Sachen lustig, der findet dieselben Sachen unlustig, dieselben Sachen sympathisch, dieselben Menschen unsympathisch. Und man teilt, also man hat so gute und schöne Momente miteinander. Warum soll man sich denn dann trennen? Wenn nur, weil die Gesellschaft sagt, das ist aber nicht normal. Trotzdem, Sekunde, also ohne, dass wir ein Mikro hier haben, geht der Schmack gar nicht.
Ich halte schon fest. Ich nehme es. Was mir bei den beiden auch direkt an Anfragen aufgefallen ist, dass die zusammen interagieren. Während die eine was sagt, schweigt die andere und dann die fallen sich nicht ins Wort. Es ist eine Interaktion. In der Physik, in der Teilchenphysik, gibt es Quanten, die verschränkt sind. Die können tausende von Kilometer entfernt sein und interagieren trotzdem zusammen. Ihr wart nun aber noch nie getrennt. Würde man euch so 1000 Kilometer oder 100 Kilometer auseinandernehmen, was wird dann würde passieren? Der eine spüren, dass es dem anderen schlecht geht? Das ist eine spannende Frage. Die Frage... Die finde ich einfach da, wo sie ist, schon mal perfekt. Die Frage stellen wir, danke, weil das ist nämlich genauso eine Frage, die man sich stellt. Stimmt. Glaubt ihr, ihr fühlt, was der andere fühlt? Also wir glauben schon, dass man so Inneres so irgendwie fühlt. Also man fühlt schon, zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht im gleichen Raum sind, merken wir, da fehlt was. Also wir sind wirklich dann ganz andere Menschen. Wir reden dann mit niemandem fast schon. Also wirklich, wir sind so ganz in uns gekehrt, weil wir uns wirklich nicht wohlfühlen. Aber wir würden jetzt nicht sagen, wenn man, keine Ahnung, uns trennt und dann hat sich eine gestoßen, die andere sagt, oh, da tut mir irgendwas weh, ich spüre da was. Also das glauben wir nicht. Das nicht, aber ihr glaubt, man hat einfach so einen Grundinstinkt vielleicht. Ja, aber wir glauben zum Beispiel, sowas hat man auch mit seiner Mutter oder mit seinem Partner. Wir glauben einfach, das liegt auch, je nachdem, wie verbunden man ist, wie innig die Beziehungen sind. Ja, das kann ich, also ich bin kein sehr spiritueller Mensch und trotzdem kenne ich das Phänomen, wenn man mit jemandem sehr eng irgendwie ist oder jemanden länger nicht, das kennen bestimmt viele von euch, auf einmal denkt man an jemanden und das Telefon klingelt und derjenige ruft an und man denkt, das gibt's. Und so haben wir das nur vielleicht 100 Mal stärker. Ja. Okay, aber deswegen, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Wisst ihr was, aber ich brauche Unterstützung. Meine nächsten beiden Gästinnen in dem Fall, kommen jetzt zu uns und mal gucken, wie die euch so einschätzen. Mhm. Sind natürlich auch Zwillinge, ist ja klar. Hier sind Jennifer und Jessica. Hallo ihr beiden. Hi. Tut es mir echt unangenehm. Wer ist Jennifer, wer ist Jessica? Ich bin Jennifer. Jennifer, Jessica. Dann lege ich mir jetzt auch so meine Karten hin, dass ich das immer so genau, wunderbar. Ihr habt ja zuhören können, oder? Ja. Also ich muss jetzt auch mal zurückschreiben. Ihr seht euch auch mega ähnlich, aber vom Grundsatz her, es fängt schon damit an, dass ihr mit unterschiedlichen Klamotten ankommt. Das hilft dem doofen Mann wie mir gerade sehr, ja, weil die beiden sind so super synchronisiert, auch Garderobe, Haare, Antlitz, alles, dass es fast unmöglich wird. Es ist unmöglich für mich, auseinander zu halten. Bei euch fängt es ja schon an, Klamotte. Wie war das bei euch, als ihr kleiner wart? Wart ihr da auch so dieses typische Alles-gleich-Pärchen? Ja, sogar bis wir 15 waren. Okay. Also wir mussten uns gleich anziehen. Ja, Jessica, erzähl mal, also das heißt, war das aus euch selbst heraus oder waren das auch die Eltern, die das so ein bisschen gepusht haben? Also bei uns war das tatsächlich so, dass es die Eltern mehr gepusht haben. Wir haben noch andere Geschwister und es gab dann oft viel Wäsche und alles, was doppelt war, wusste Mama gleich, okay, gehört den Zwillingen. Ja, war also praktisch. Ist natürlich viel, viel praktischer. Verstehe ich ehrlicherweise, dass da Eltern vielleicht sagen, komm, das ist alles anstrengend mit Zwillingen, vor allem wenn einer nach rechts und der andere nach links zieht. Trotzdem weiß ich, bei euch gab es einen Punkt, wo ihr irgendwann das nicht mehr so schön fandet. Und 15, wenn ich das höre, ist ja auch so eine Umbruchphase, ein Umbruchalter im Grunde. Ja. Was hat euch dazu bewegt, euch da so ein Stück weit dann auseinanderzuentwickeln, sag ich mal? Oder eigenständiger zu werden? Also mit 15 hat es noch gar nicht stattgefunden. Es hat ja erst viel, viel später stattgefunden. Aber ich würde schon sagen, dass sehr früh dieses aus innen heraus, dieses Bedürfnis nach Individualität da war. Ich glaube, wir haben es nicht verstanden, was das bedeutet, weil wir auch lange in der Einheit waren. Und mit 15, da waren wir schon längst in der Pubertät, hatten aber dadurch keine Möglichkeit, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln in der Pubertät. Wenn ihr die beiden jetzt so sprechen und reden hört und auch seht in der Gestik und Mimik, habt ihr das Gefühl, dass die eine eigene Persönlichkeit entwickelt haben? Die beiden? Also als eine Einheit, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, aber keine individuelle. Mm-hmm. Und bei euch, ihr sagtet gerade, es kam dann irgendwann ein unbewusster Wunsch nach Individualität. Also es kamen so unterschiedliche Wünsche hervor, aber keiner hat sich getraut, die auszusprechen. Also Jessie zum Beispiel wollte immer in der Sonne leben. Sie wollte lieber im Warmen leben und auch flexibler leben und hat sich das lange nie getraut, weil sie Angst hatte, mich zurückzulassen. Oder zu verletzen. Genau, dass sie jetzt halt ihr eigenes Ding macht und ich...
dass ich keine Ahnung habe, was ich ohne sie machen soll. Und was waren deine Wünsche, wo du gemerkt hast, die sind eigentlich individualisiert und eigentlich unabhängig von Jessica? Also bei mir ging das los mit, sind denn meine Werte und Bedürfnisse auch wirklich meine Werte und Bedürfnisse oder sind es eigentlich ihre? Ich wusste gar nicht mehr, also habe ich die jetzt übergestülpt? Identitätsfrage auf absolut. Einmal. Ne? Das finde ich total spannend und das finde ich total nachvollziehbar, dass sowas kommt. Ja, und so eine Auseinandersetzung mit sich, mit dem Gefühl des Abgrenzens, des Abgrenzenwollens vom anderen.